Du hast einen Jagdhund ausgeschickt, einen trainierten Hund, hast ihn ausgeschickt und er hat für dich etwas gefangen. Nein, er hat für dich etwas gefangen, du gehst dorthin und siehst, neben diesem Tier liegt noch ein totes Tier. Wir haben also ein gejagtes Tier oder ein geschächtetes Tier und ein Kadaver. Du weißt aber jetzt nicht, welcher der Kadaver ist und welcher das gejagte das Beutetier ist oder das geschächtete Tier. In diesem Fall, was machen wir? Da gibt es ein Prinzip, eine Qaida Usuliyya, die Usuliyun erwähnen. Sie sagen, ما لا يتم اجتناب الحرام إلا بتركه فتركه واجب. Dinge, also wenn man das Haram, wenn die Unterlassung des Haram nur durch die Unterlassung einer anderen Tat möglich ist, dann muss diese auch unterlassen werden. In diesem Fall jetzt ein Kadaver, ein geschächtetes Tier. Du kannst nicht differenzieren. Du kannst den Kadaver nur meiden, wenn du auch das geschächtete Tier meidest. Verstehst du? Andernfalls ist es nicht möglich. Aber, hier kommt ein Aber. Das bezieht sich nur auf beschränkte verbotene Dinge. Also ich meine, die in ihrer Anzahl beschränkt sind. Versteht ihr? Was heißt das genau? Ein Kadaver und ein geschächtetes Tier, beschränkt. Zwei Kadaver, ein geschächtetes Tier. Oder umgekehrt. Vier Kadaver, zwei geschächtete Tiere. Weil das Meiden hier machbar ist. Ohne große Umstände. Das gleiche gilt für, ich habe noch ein Beispiel erwähnt, eine Milchschwester. Milchschwestern darf man heiraten oder nicht? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt im Hadith von Aisha, in den Sahihain, يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ. Alles, was wegen Blutverwandtschaft verboten ist, genauso ist alles in der Milchverwandtschaft verboten. Das heißt, in der Blutverwandtschaft ist dein Bruder verboten, auch dein Milchbruder. Deine Schwester ist verboten, auch deine Milchschwester. Das ist mit dem Hadith hier gemeint. Nehmen wir an, du bist in einem Dorf, in diesem Dorf wohnen 10 Frauen oder 10 Häuser, in denen sind 10 Mädchen. Und eines dieser Mädchen ist deine Milchschwester, aber du weißt nicht mehr genau wer. Du weißt aber sicher, mit Gewissheit, eine dieser 10 oder 5 Frauen in dieser kleinen Siedlung, sie ist deine Milchschwester. Nun, wenn du eine dieser Frauen heiratest, kann es durchaus sein, dass du deine Milchschwester geheiratet hast. Richtig? Also darfst du diese Frauen nicht heiraten, du musst sie alle meiden. Aber das gilt, wie gesagt, nur bei beschränkten Dingen. Beschränkt ja in einer kleinen Anzahl. Wenn das zu groß wird, wenn das ins Unbeschränkte geht, dann wenden wir diese Regel nicht mehr an, dann wenden wir eine andere Regel und ein anderes Prinzip der Scharia an, das lautet Umum al-Balwa. Umum al-Balwa. Ein Beispiel dafür wäre dann hier Punkt 2. Eine unbeschränkte Anzahl von Erlaubten, Adadun ghayr mahsur, vermengt sich mit einer beschränkten Anzahl von Verbotenem. Haram und Mahsur. Dieser Zweifelsfall muss nicht gemieden werden. Das führt nämlich zu großen Umständen und Mashaqqat. Diese Form der Mashaqqat ist in der Scharia nicht präsent. Al-Mashaqqat tajlibu al-taysir. Und sie sagen, Zadaq al-Amru ittasa. Wenn die Sache zu eng wird, das sind die Prinzipien der Scharia. Wenn die Sache zu eng wird, dehnt sie sich wieder aus. Ja, ein Beispiel dafür. Ich habe einen Schlachthof. In diesem Schlachthof habe ich 99 oder sagen wir 95, wenn wir ein bisschen
gutmütiger sein wollen, 90 Tiere geschlachtet, davon sind 10 aber schon vor der Schächtung gestorben. Ich weiß aber nicht mehr, welche diese Kadaver sind. Ich habe einfach nur einen Haufen von toten Tieren vor mir, 100 Stück. 1, 2, 3, 4 davon sind Kadaver. Muss ich jetzt alle 100 wegschmeißen? Ja. Ich bin in einer Stadt, in der wohnen 100 Frauen. Eine dieser 100 Frauen ist eine Milchschwester. Ich weiß aber nicht wer. Muss ich alle Frauen meiden? Darf ich keine mehr heiraten? La. Das ist eine Form der Maschaqqa, die in der Scharia nicht geduldet wird. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah Ta'ala möchte es euch leicht machen. Bu'istu bil hanifiyyati samha. Ich wurde mit der Hanifiyya, also dieser Religion, der leichten Hanifiyya geschickt. Das ist nämlich eine Form von Aufbürdung, die teilweise unerträglich sein kann.